Facebook-Fanpage für Unternehmen und das neue Layout. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der INM AG und Sie schauen website-marketing.ch. Das neue Facebook-Design für Firmen-Fanpages wird sich Ende März 2012 ändern und schaut nachher nicht mehr so aus. Das ist hier die Fanpage von Mercedes, die ist im Moment noch im alten Look und Feel. Die wird sich dann aber ändern. Wenn ich heute auf meine Fanpage komme als Administrator, dann treffe ich das hier an. Ich habe hier oben erstmal im Administrationsbereich drin einen Haufen Möglichkeiten, die Seite zu managen. Und wenn ich das wegklicke, sehe ich hier unten dann, dass mir hier das Titelbild fehlt. Das könnte beispielsweise so hier ausschauen wie bei der INM AG. Das ist aber kein großes Thema. Sie erstellen ein Bild, 851 mal 315 Pixel, laden das dann hoch und wählen es aus Ihrer Bildergalerie aus und bereits ist das Bild hier integriert. Wichtig ist natürlich, dass es schön reinpasst, dass es abgestimmt ist, dass es irgendwas mit Ihrem Inhalt zu tun hat, das ist klar. Das muss man natürlich beachten. Dann habe ich hier das Profilbild, das ist 180 mal 180 Pixel groß. Das ist auch einfach zu integrieren, sieht man hier gleich, wenn ich drüber fahre. Und dann habe ich hier noch diese kleinen Banner für die einzelnen Sites, das waren früher Tabs oder eben für die Apps. Und die kann ich, wenn ich hier auf diesen Öffnen-Pfeil klicke, kann ich die dann auch bearbeiten. Das heißt, ich kann hier drauf, kann sie verschieben oder kann Ihnen beispielsweise ein neues Bild hier geben, Bild ändern und auswählen, damit man auch das auf den Bildern drauf hat, das man gerne möchte. In dem Beispiel hier zum Beispiel noch nicht gut gelöst. Hier bei der INM haben wir uns ein bisschen mehr Gedanken dazu gemacht, beispielsweise den Link auf den Blog mit dem Logo des Blogs drin. Das macht sicher einen Unterschied. Dann, wenn ich weiter runterfahre, komme ich hier auf die Timeline. Auf der Timeline drauf habe ich erstmal hier die Posts, die ich machen kann. Dann habe ich hier Freundesaktivitäten und dann habe ich hier die einzelnen mit Beiträgen, die einzelnen Posts, die da drin sind. Der hier wurde jetzt bereits hervorgehebt. Ich nehme das mal wieder raus. Das heißt, so kann man, weil es ja heute keine Welcome Pages mehr gibt. Ich habe hier so eine Welcome Page, das war dann dieser Tab hier und dann kam ich hier direkt auf diese Welcome Tab. Die gibt es ja heute nicht mehr. Kann ich eben einen Beitrag hier über diesen Stern hervorheben, dass er dann eben über die ganze Breite geht. Das ist sicher ein Vorteil. Nun, was ist mit dem Thema Marketing, Fangating, das heißt, dass ich eben die Fans oder die noch nicht Fans zu Fans machen lassen kann. Das hat früher beispielsweise bei Bayern München so ausgeschaut. Das ist die aktuelle Fanpage von Bayern München, die haben noch nicht umgestellt. Hier komme ich direkt auf diese Seite. Wenn ich dann Inhalte sehen will, mehr über die FCB Community erfahren will, dann muss ich hier oben auf Gefällt mir drücken und bin dann quasi mit von der Partie, bin dabei und bin natürlich automatisch jetzt auch Fan geworden. Das war eine Möglichkeit, wie man sozusagen den Marketing betreiben konnte, um ein Fan-Boosting hinzukriegen und mehr Fans auf die Seite drauf brachte. Das geht heute nicht mehr ganz so einfach und funktioniert wahrscheinlich auch nicht mehr richtig. Ich zeige das am Beispiel von Vacando. Bin hier auf der Seite von Vacando. Die haben umgestellt. Die hatten früher ein Fangating gleich auf der Welcome-Page. Hier haben sie jetzt aber einen Only for Friends Tab oder Bild, wie es heute heißt, und man kommt hier auf die Seite und auch hier muss ich zuerst Gefällt mir drücken, bevor ich dann eben den Inhalt kriege. Hier diesen Inhalt, der mir jetzt beispielsweise diesen Code gibt. Und hier sieht man auch sehr schön das Problem, dass das Layout sich geändert hat. Also da muss man noch dran arbeiten, da muss man das Layout noch umstellen. So schaut es also aus bei den neuen Fanpages. Würde mich interessieren, was ihr davon hält. Umstellen, kein großes Thema. Hier unten wie immer die Kommentare. Mein Name Philipp Sauber, ich bin von der INM AG und Sie haben website-marketing.ch geschaut.